Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir machen uns heute auf die beschwerliche Reise zum Bahnhof. Und wir schauen, dass der Deko-Bench voll ist. Denn wer weiß, vielleicht machen wir damit endlich etwas. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Angucken dieser Folge. Das wird natürlich alles geändert und ausgetauscht. Im Dreck. Hier noch. So. Der Weg muss ausgetauscht werden. Sonst kann ich da... Sonst bin ich nur wieder verwirrt. Wo was ist. So. Also hier geht dann der Weg quasi hoch. Kann ich noch nichts machen. Und dann gehen wir hier rüber. Genau, dann geht hier so der Weg nach oben. Nach dahinter führt logischerweise auch eine Brücke. Ich kann immer noch nicht rennen. Stelle ich jetzt schon zum, keine Ahnung, 5. Mal fest. So, mir fängt ein bisschen an der Hals weh zu tun. Was natürlich ungünstig ist, wenn ich den ganzen Tag quatschen muss. Zack. Du, hey, hallo, lass du mir. Dankeschön. Ist leider auch weg, weil sonst kann ich dich nicht hin. Ich habe doch 4 davon genommen. Warum sind die denn jetzt weg? Meine Brückenpfosten sind weg. Obwohl ich 4 davon gecraftet habe. Das ist jetzt traurig. Und ja, es ruckelt hier ein bisschen, aber dieses Ruckelproblem hatten wir irgendwie schon immer. Bei dem Dorf. So, und ich hole mir jetzt Essen. Also im Spiel. In echt noch nicht. Da, 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 da. Ich würde gerne rennen, aber ich kann nicht. Oh, wir müssen unseren Bahnhof auch noch bauen. Also unsere Bahnhofshütte. So, einmal Salat. Bam, 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 bam. Hop, nom, 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 nom. So, wir müssen jetzt auf Clay-Suche gehen, weil ich habe keinen Clay mehr. Also das ist die logische Konsequenz, dass wir auf Clay-Suche gehen. Hier ist natürlich nichts mehr drin, ne? Oh Gott, meine Nase, ey. Beim Bahnhof gibt es ganz viel Clay. Das weiß ich noch. Ach komm, wir fahren zum Bahnhof. Denn da gibt es Züge, die fliegen. Nee, gibt es nicht. Da gibt es am Flughafen, aber... Ich wollte was Schönes, Poetisches sagen. 10 von 10 für denjenigen, der weiß, aus welchem Lied das ist.
Da. Zack. Auf geht's. Huch. Eventuell waren da Monster. Eventuell sollte ich mein Schwert ausrüsten. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Da, da, da. Da, 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 da. So, während der Zug fährt, kann ich ja was trinken. Oh, das Wasser stand schon ein bisschen. Hui. Ich versuch's mit der anderen Flasche, die hier steht. Die steht leider nicht weniger lange hier. Also das wird auch ein Pfui sein. Aber naja. Wasser ist Wasser, ne? Bäh. Hier gerade Tatsache Schleim. Ist immer interessant mit Monstern, ne? Wir sind schon am Bahnhof. Sehr, sehr gut. Ah, nee, halt, ich muss mich noch einmal drehen. So, da sind wir. Ab nach oben. Wir haben ja Gott sei Dank noch Tag, ne? Ja, nicht mehr lange. Aber wir haben hier auch sehr viele Betten. Von dem her gar nicht schlimm. Irgendwann sieht auch unser Gokuzu so aus. Irgendwann. Ach scheiße, ich hab da... Hier habe ich den See ausgetauscht, ich Idiot. Da ist Clay. Habe ich meine... Jawohl. Klick, 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 klick. Meine Tasche ist voll. Willst du mich veräppeln? Wow. So, nee, der wächst sonst hier. Jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. Ich bin manchmal so smart. So. Da war die Pfütze. Wir gehen jetzt dann schnell zu einem Haus, wo ich weiß, dass es fertig gebaut ist. Wie dieses hier. Und gehen da kurz... Hallo. Gehen da kurz schlafen. Und flupp. Jetzt wäre es schön, wenn wir nicht sterben würden, wenn wir wieder zu Hause sind, weil sonst spawnen wir nämlich hier. Hier irgendwo Clay. Das ist alles Sand. Oh, hier gibt's. Ich dachte, hier wäre deutlich mehr Clay zu finden. Aber ich hatte mich wohl getäuscht. Plim, plim, plim. Na gut, wir können auch im Fluss gucken, der da hinten fließt. Hi, Kuh. Stimme ich dir zu?
Hatte ich hier nicht auch noch? Hier war doch so ein riesen See noch. Deswegen stehen die Häuser hier, weil da noch so ein See war. Fand ich hübsch. Also die Idee fand ich hübsch, die Häuser dann in den See zu stellen. An einen See, wo kein Clay ist. Also unfassbar. Da ist Clay drin. Das sehe ich aber ganz genau. Ich komme nur nicht hin. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie viel wir schon haben. Aber wir brauchen einiges. Aber ich kann die auch zu Blöcken machen, ne? Die brauchen nur 2x2. Yes. Da drüben ist auch nochmal Clay. So. Na komm. Echt jetzt? Das da hinten hat es jetzt nicht mehr gereicht. Zack. Da ist auch nochmal Clay. Und ich mache das übrigens, damit man besser, also schneller abbauen kann. So. Darunter. Darüber. Da hoch. Jetzt mache ich es doch so. Und hoch. Da ist noch was. Das Schöne an Clay ist ja, dass nicht nur eins rausspringt, sondern gleich immer mehrere. So, dass es dann doch nicht so krass lange dauert, bis man da ein bisschen was zusammen hat. Weil da, wir können wieder einen 64er Block machen. Okay, hier drin gibt es noch... Hier gibt es noch ein bisschen... Wasser. Das war das Wort, das ich gesucht hatte. Wo Clay sein könnte. Aber es sieht nicht so aus. Nee, nur Quarz. Da ist Clay. Und wie viel vor allem. Du mich hier wieder raus? Danke. So. Nein, 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 lass mich da durch. Nein, 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 nein. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Nein. So. Jetzt bitte einmal raus, Dankeschön. Hier gibt es kein Clay mehr. Und jetzt müsste ich schon da sein, wo ich schon geguckt habe. Also hier noch nicht. Aber hier gibt es auch keinen und hier habe ich schon geguckt. Ein Riesensee und kein Clay. Immer noch krass. Doch, da! Habe einen Clay gefunden. Der trägt meinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Keine Ahnung, warum ich den Text von dem Lied kann. Ist schon uralt. Aber gut, es lief auch ganz lange rauf und runter, ne?
Hier hinten war noch was. Das hole ich noch und dann düsen wir wieder zurück. Mit unserem Waggon. Und hoffen, dass uns die Monster am Schluss nicht killen. Ich habe keinen Platz mehr. 2, 3, 4, nochmal ein 64er Stack. Blöcke. Dann geht's ab zurück zum Bahnhof. Wobei, ist hier noch was? Ne, das ist schon ein Fluss. Flüsse haben selten was. Also wenn dann wirklich in flachen Seen gucken, wenn ihr Clay finden wollt. Da ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ihr was findet. Yipfie. Ich muss unbedingt den Bahnhof auch mal fertig machen. Aber ich bin zurzeit wirklich nicht in Creative-Laune. Keine Ahnung warum. Morgen ist wieder Miso, da werde ich wahrscheinlich auch im Survival spielen und nicht im Creative. Ich kann schon wieder nicht rennen. Zack. Ab nach Hause. Ich nehme mal mein Schwert raus, weil falls ich die Monster treffe, kann ich ja auch mal schlagen, ne? Ah, Schmerzen. Nase. Hals. Aua. Lange dauert es halt schon, ne? Vor allem ist das Geräusch dabei immer. Vor allem ist es auch gar nicht laut oder so. Das hört man so gerne. Muss ich danach da drücken. Aber das ist schon die letzte Kurve, ne? Jetzt geht es nur noch geradeaus. Ja, kurz so direkt. Geradeaus. Sehr schön. Oh, Ruckel. Huch. Da waren wir auf einmal ein wenig schnell unterwegs. Sollten jemals die Strecken länger werden und ich müsste die öfter fahren. Ich glaube, dann will ich das tatsächlich aus dem Video skippen. Aber jetzt geht's noch. Es sind, glaube ich, nur eine Minute oder so oder zwei Minuten, die wir fahren müssen. Und derzeit kann ich wunderbar gähnen oder trinken. So. Da waren jetzt Spinne und Creeper. Mal gucken, ob die noch da sind. Nee. Okay. Plöpp. Ab nach draußen. Können wir den Clay, den wir haben, da reinpacken? Weil wie schnell das geht, habt ihr gerade gesehen. Und die sind leer. So. Ist eigentlich, blöde Frage, da auch Clay drin? Nee, da geht da nicht rein. Alles klar. So, wir brauchen nochmal Brücken. Brittge. Wie viel habe ich da denn jetzt? 1521 Clay, das ist gut. Dann gehen wir hier hoch und schlafen. Und runter. So. Da, die Wiese ist nachgewachsen. Schön. Ist eigentlich dumm, was ich mache, ne? Weil das muss ja wieder nachwachsen. Ich habe da wieder Löcher drin. Ach, Gott, Chi. Ey, manchmal... Oh, 7 reichen hier nicht. Hoppala. Ja, da hat wohl unsere Deko-Bench-Euphorie nicht so lange gehalten. Und wir sind wieder abgekommen von unseren Deko-Plänen. Aber wer weiß,
vielleicht ist es bald soweit. Jetzt bedanke ich mich erstmal wie immer fürs Zuschauen und für den ganzen Support. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!